Und damit willkommen zu einem weiteren Slowenien Höhlenabenteuer-Gedöns. Diesmal geht es in eine Höhle, von der ich keine Ahnung habe, was auf mich zukommt. Das Portal sieht schon mal super spannend aus. Riesige, schräge Kluft hier. Und die Decke ist auch nicht allzu dick, wenn ich mir das so anschaue. Auf Anhieb sehe ich jetzt gar nicht, wo es da hinten weitergeht. Ah. Es ist immer noch der erste Tag in Slowenien. Ich bin heute erst angekommen und gucke mir hier gerade noch so ein paar Höhlen in der näheren Umgebung an. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Riesiges Sinter-Ungetüm. Jeder Gang ist wieder neu versintert. Das sieht aber nach Ende aus hier. Nee, nichts mit Ende. Junge, Junge, Junge. Ist das schön hier. Es wird niedriger, aber es geht weiter. Lauter kleine schöne Details hier. Ich vermute, ich habe jetzt hier die Endkammer erreicht. Noch so eine Säule stehen geblieben ist. Aber das hier könnte noch was sein. Da passt man durch. Sieht auch so aus, als wäre ich nicht der Erste, der auf die Idee kommt. Gucken wir uns mal an.
Es geht tatsächlich weiter. Jetzt bin ich gespannt. Zurück. Da sieht man ganz schön oben die Sinterdecke und darunter kommt irgendwie auch noch mal eine Sinterdecke und dazwischen kann man durchkrabbeln. Sehr, sehr spannend. Na, ich dachte schon, das wäre die letzte Kammer, aber da geht es scheinbar immer noch weiter. Ist das schön hier. Da kam ich jetzt raus und hier kommt die nächste Kammer. Eine Säule an der anderen, kleine Höhle an der Straße. Ich sehe schon, in Slowenien sieht das dann so aus. Sieht, es geht immer noch weiter. Das ist aber auch ein Tropfsteinfriedhof hier. Aber hier sieht man das auch noch mal schön. Das ist schon ewig her, dass die umgestürzt sind. Die sind alle schon eingesintert. Das ist richtig lange her. Irgendwas hat hier mal drin gewütet. Jo, was? Jetzt eskaliert es ja richtig hier. Mann, ich wollte heute nur eine kleine Höhlentour machen, so für den Nachmittag noch. Und jetzt artet das hier aus. Ist ja der Wahnsinn, ey. Ah, ein kleiner See da unten, wie es aussieht. Oh, sieht das geil aus. Auch wieder so eine riesen Sinterdecke da oben. Ja, da hinten geht es halt wirklich noch weiter. Ne? Sieht zumindest so aus.
Und dann sehen wir, geht's da hinten weiter. Vermute ich zumindest stark. Oh, Wahnsinn. Und geschafft. Na, ist das etwa hier schon die Endkammer des Ganzen? Na, was haben wir denn da? Die nächste ist hinter Decke, unter die man drunter kriechen kann. Nee, das sieht nach Ende aus. Eine letzte kleine Pfütze. Ja, das war Höhlentor Nummer 2 in Slowenien. Hatte ich jetzt so in der Form nicht mitgerechnet. Wahnsinnig cool. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein.